Eine sehr gute Frage. Also zum einen, weil ich, vielleicht müssen wir es noch kontextualisieren, ich habe über Prosa-Schreiben gesprochen, erzählende Prosa. Und da lässt sich aktuell beobachten, dass eben künstliche neuronale Netzwerke noch eigenständig keine kohärenten, längeren und komplexen Romane schreiben können. Das ist möglich, indem wir irgendwie eingreifen. Es ist auch möglich, das konzeptueller anzudenken und eben Texte zu schreiben, die dann deren noch Kohärenz fehlt. Aber wie gesagt, so ein Roman, der vielleicht 180 bis 300 Seiten Länge hat, mit diesen Parametern, die wir eigentlich erwarten von einem Roman, ist exakt momentan auf Knopfdruck noch nicht möglich. Und ich sage das absolut als Momentaufnahme, wo wir hier gerade sitzen, weil eben auch aktuell GPT-4 rausgekommen ist, das eben schon ein viel weiteres Kontextfenster hat und wir eben auch immer mehr Versuche sehen, literarische Versuche auch, wo wir uns diesem Punkt annähern. Aber wie gesagt, aktuell ist es eben noch nicht möglich und deswegen sehe ich im Moment kollaborative Verfahren, also gemeinsame Verfahren, zum einen erstmal den produktiveren Weg, um überhaupt zu literarischen Ergebnissen zu kommen, wenn wir von erzählender Prosa sprechen. Und weil ich auch den Eindruck habe, ich möchte die Autorin gar nicht wegdenken aus dem Schreibprozess und auch aus dem Schreiben und eben auch darin hinzuarbeiten oder darauf hinzuarbeiten, das als gemeinschaftlichen Prozess zu sehen und KI ja, vielleicht auch zu begrüßen und zu integrieren in den eigenen Schreibprozess. Und darum ist es mir auch immer wichtig zu zeigen, ja, wir können hier kollaborativ schreiben, wir können auch vielleicht ein gemeinsames Vokabular entwickeln, wir können es weiterdenken lassen von dem neuen neuronalen Netzwerk und wir können dadurch auch wieder was Neues eigentlich erschaffen. Ich fand es sehr interessant. Also zum einen, und das habe ich gestern auch schon beschrieben, dass es erstmal das Gefühl erzeugt, ein handlungsfähiges Gegenüber zu haben. Also sowohl bei ChatGPT, wo wir chatten, weil es eben mit Kommunikationsformen übereinstimmt, die wir ja gerade oder ich zumindest in meiner Generation sehr häufig nutzen, täglich nutzen. Und dann habe ich eben mit diesem KI-Agenten über Replika kommuniziert und versucht auch Sprache auszutesten und eben zu überlegen, ab wann werden bestimmte Begriffe als vielleicht zu obszön kategorisiert, wo liegen eigentlich diese Grenzen dieser Begrifflichkeiten und wie können wir diese Grenzen vielleicht auch sichtbar machen in diesen etwas kreativeren oder auch performativeren Schreibansätzen. Und ich fand es irgendwie ein interessantes Experiment, auch für mich. Deswegen war es mir auch wichtig, mich als Autorin immer mitzureflektieren. Also nicht so eine glatte Fiktion zu erzeugen, sondern den Prozess zum Mittelpunkt der Arbeit zu machen. Also aufzuzeigen, wie setze ich mich jetzt eigentlich sprachlich mit diesem Gegenüber auseinander, das sich wiederum sprachlich mit mir auseinandersetzt, indem es eben auf Grundlage eben von Wahrscheinlichkeitsrechnung, das müssen wir immer wieder sagen, natürliche Sprache generiert und sich an meine Kommunikation auch anpasst, weil es eben ein lernfähiges System ist. Das ist eine sehr spannende Frage, die wir auch hoffentlich noch weiter diskutieren werden. Und da gibt es unterschiedliche Positionen. Ich beginne einfach mal vielleicht auch an Anlehnung an das, was wir heute auch gehört haben hier im Vortrag. Was ist eigentlich Kreativität und was heißt es eigentlich, etwas Neues zu schaffen? Und es gibt eben Kreativitätstheorien, Ansätze, die sagen, wenn wir etwas aus Neues schaffen, aus dem, was da ist, haben wir eigentlich schon wieder ein künstlerisches Werk erschaffen. Und da können wir uns auch auf Kunstformen wie Appropriation Art beziehen oder eben auch das Remixen und so weiter und so fort. Wir haben heute aber auch Positionen gehört, dass Kreativität immer auch eine neue Sinnhaftigkeit erzeugen soll. Originalität eben darin besteht, etwas zu schaffen, was einen neuen Sinnzusammenhang für uns eröffnet. Hier ließe sich auch wieder dagegen argumentieren mit vielleicht Roland Barthes oder auch Michel Foucault, die eben davon ausgehen, der Autor, ich sage gerne die Autorin, ist tot. Das heißt, wir können eigentlich überhaupt keine Intentionen im Text der Person, die geschrieben hat, feststellen, sondern müssen den Text einfach immer frei interpretieren. Und das heißt, wenn eine KI einen Text schreibt, auch wenn sie keine menschliche Erfahrung gemacht hat, können wir als Lesende ja dennoch unseren Erfahrungshorizont wieder hineinprojizieren und auch hineininterpretieren, so wie wir das eigentlich auch bei Texten machen, die Menschen geschrieben haben. Deswegen
ich kann die Frage nicht wirklich mit Ja oder Nein beantworten. Sie sehen, ich mache das auch in meinem Vortrag, dass ich mich da noch so ein bisschen entziehe und versuche, verschiedene Perspektiven einzuführen. Brauchen wir menschliche Erfahrung? Ja, um vielleicht Emotionen, um auch ja, ein inneres Erleben irgendwie aufzuschreiben, würde ich sagen, ja, benötigen wir schon. Lässt sich das sprachlich imitieren auf eine sehr kohärente und vielleicht auch originelle Weise, würde ich auch Ja sagen. Also weil gerade Sprache und auch Emotionen, die in uns erzeugt werden, da immer eine lesende Person benötigen, die wiederum ihren Erfahrungshorizont hinein projiziert. Darum bin ich gespannt, auch auf das literarische Feld, wie sich das entwickeln wird und auch auf die Toleranz hinsichtlich KI-geschriebener Texte. Aktuell sehen wir das in Diskursen, auch die eher online stattfinden, dass wenn AutorInnen sagen, sie haben Texte mit KI geschrieben, erstmal so ein Verdachtsmoment entsteht, oh, da wurde aber geschummelt, das ist ja gar nicht echt, das hast du ja gar nicht irgendwie erlebt und dir ausgedacht. Und gerade sehen wir da eben auch starke Gegenhaltung, also auch erstmal so zu schauen, was wird da überhaupt akzeptiert und was möchten wir eigentlich von Literatur? Wollen wir eigentlich einen Menschen haben, der was über sich erzählt? Und dann müssten wir da aber wirklich ganz radikal sagen, ist Literatur nur Literatur, wenn es autobiografisch motiviert ist? Eigentlich ja nein. Also wie Sie sehen, da gibt es verschiedene Perspektiven und ich glaube, die werden auch diskursiv gerade noch ausgehandelt und wir werden eben auch sehen, in welche Richtung es geht. Vielleicht abschließend dazu noch, es gibt auch Positionen, die dann eben sagen, ja, aber warum lassen wir nicht die KI über ihr, in Anführungszeichen, inneres Erleben sprechen und zwar über ihr Erleben als künstliches neuronales Netzwerk. Es ist auch eine Illusion, weil es wiederum sprachlich erzeugt wird, was wir eigentlich uns unter einem neuronalen Netzwerk vorstellen. Aber da gibt es auch interessante Ansätze, wenn wir eben die KI versuchen lassen, über sich selbst als KI zu schreiben. Das sind aber auch immer wieder Diskurse, die wir als Menschen in die KI einpflanzen und auch drüber stülpen. Gerade nicht vorstellen. Das heißt aber nicht, dass es nicht stattfinden wird. Ich fand es gerade auch interessant zu hören, dass KI dadurch, dass es eben ein sehr effizienter ja, auch Ideenentwicklungsprozess ist, also dass KI Ideen schneller entwickeln kann, als wir sie lesen können, dass dadurch aber eben auch so ein bisschen diese Zeitkomponente verloren geht, also dieses sich weiterentwickeln, sich in Kontexten weiterzuentwickeln. Ich will nicht ausschließen, dass das irgendwann möglich sein wird, aber aktuell ist dies definitiv nicht der Fall. Das heißt, wir hätten da keine AutorInnen, die sozusagen, wie Sie das gerade schön beschrieben haben, eine individuelle und auch originelle AutorInnen-Identität gerade ausbildet, aber selbst das ließe sich ja eigentlich mit spezifischen AgentInnen, die eben auf dieses AutorInnen-Dasein programmiert sind, vielleicht machen. Es gibt ein ganz spannendes Projekt von Mark America, ein Autor aus den USA, der schon vor ein paar Jahren ein neuronales Netzwerk mit seinen eigenen Texten programmiert hat und die sich immer wieder weiterentwickeln lassen. Das heißt, sich selbst auch als Hologramm dort integriert hat und eine AutorInnenfigur, einen Agenten, einen Avatar geschaffen hat, die sich auch wieder weiterentwickelt. Und das sind vielleicht interessante auch Ansätze, um dann zu sagen, na gut, das sind dann eben Avatare von AutorInnen, die sich eben weiterentwickeln können. Ja, absolut. Und ich finde, gerade diesen Aspekt, Schreiben ist ein einsames Metier. Gerade das literarische Schreiben funktioniert oft eben eher in individualisierten Schreibakten. Also, dass es kollaborative Schreibverfahren gibt, ja, aber die sind eben noch nicht so normalisiert. Und ich empfand das irgendwie total als Bereicherung, dann vielleicht auch so ein, auch wenn es nur ein fiktives Gegenüber ist, zu haben und dann vielleicht Entscheidungen zu treffen. Und wenn, sei es nur darum, dass ich die KI vielleicht frage, wo soll vielleicht die Entwicklung der Figur hingehen und dann kriege ich einen Vorschlag und dann kann ich daran wieder eine Haltung entwickeln und vielleicht merke ich dann, ach nee, darin, da soll es überhaupt nicht hingehen und mich dann selbst wieder so zu positionieren. Also das ist ja im Grunde so eine Imitation eines Dialogs, wo ich versuche auch zu Lösungen zu kommen, die mir selbst wieder eigentlich vorhalten, wo möchte ich eigentlich hin? Also sobald ich ja mit jemandem darüber spreche, was will ich eigentlich schreiben und gezwungen bin, es irgendwie auf den Punkt zu bringen, zu spezifizieren im Dialog, dann hilft mir das auch wieder natürlich bei der kreativen Arbeit. Also ist im Grunde so als Dialogpartnerin zu nutzen, finde ich sehr produktiv und eben auch als Werkzeug im Schreibprozess, gerade auch Stichwort Schreibblockaden und auch für Leute, die vielleicht nicht unbedingt
von Beruf aus schreiben, aber eben aufgrund, weil sie Hausarbeiten schreiben müssen oder eben Abschlussarbeiten haben, da vielleicht auch so eine Art Partnerin zu haben, die ihnen vielleicht so ein bisschen in den Schreibprozess mit reinhilft und auch die Angst vor dem weißen Blatt nimmt. Titelgenese, Strukturen, die auswerfbar sind für Arbeiten. Und das sind eben alles Formen, die ich ganz interessant finde und die sich, glaube ich, auch in Schreibprogrammen normalisieren werden in recht kurzer Zeit.